So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy. Letzte Folge waren wir in Hogsmeade und haben eine Nebenaufgabe abgeschlossen und haben eine Venmona Sanctacula aus einem Keller geklaut. Oh nein! Verdammt! Oh, ich hab... Hä? Genau, das wollte ich. Och man, es ist ärgerlich. Naja, egal. Und waren da erfolgreich. Also wir mussten die klauen wegen ja Konkurrenzgeschäft und er, also derjenige, der uns beauftragt hatte mit dem Klau, wurde aus dem Geschäft verbannt, weil er ein bisschen zu cholerisch unterwegs gewesen ist. Und ja, das haben wir gemacht, haben dann von der guten Sirona ebenfalls so eine Nebenaufgabe angefangen und sollen von ihr aus halt nach Upper Hogsfield, wo wir uns ja gerade mehr oder weniger befinden, hinbegeben, um halt ihrer einen Freundin zu helfen, beziehungsweise aber wir sind gleich wieder in Merlins Prüfung. So. Um halt irgendwie beim Mega Power Tragen zu helfen. Irgendwas ist auf jeden Fall gewesen. Warte mal, was haben wir denn hier? Achso. Das ist auch nochmal ein Mondstein. Warum gibst du hier so viel Mondstein? Oh nein! Oh! Alohomora. Oh Gott, das arme Ding. Das arme Bibi. Tschüssi. Oh. Da haben wir hier noch ein... Oh. Gibt aber jetzt noch, oder? So, warte mal. Wir gehen wirklich gleich zur Merlins Prüfung. Ich will einfach nur mal kurz hier den Wegpunkt. Revelio. Kurz freischalten. Miezekatze. Hallo. Ich sage ja immer... Reisen erweitert den Horizont. Was gibt es denn für ein Problem? Was gibt's für ein Problem? Was für eine Frage. Ich habe einen Grimm gesehen. Ein Omen des Todes. Hier bin ich nicht sicher. Aber wenn er mich nicht sieht, ist alles gut, oder? Ich brauche nur einen Unsichtbarkeitstrank. Ja, genau das brauche ich. Ihre Logik ist fehlerhaft. Der Grimm ist ein Omen, wenn es einer war. Omen greifen nicht an. Ich bezweifle, dass ein Unsichtbarkeitstrank helfen wird. Ich sehe, Sie glauben mir nicht. Na gut, mein Blut klebt an Ihren Händen. Ist mir egal. Die Jugend von heute hat keine Blut. Ja, genau. Die Jugend von heute. Ja. Immer noch auf der Suche nach Unsichtbarkeitstrank? Haben Sie es sich überlegt? Ich habe immer noch keinen. Ich fürchte, ich habe keinen Unsichtbarkeitstrank. Sie sollten einen sicheren Ort suchen und sehr vorsichtig sein. Sicher. Vorsichtig. Ja, das klingt vernünftig. Und Sie haben wirklich keinen? Nein? Na gut. Hoffentlich bekommt der Grimm mich nicht. Oder das, was er voraussagt. Da die Frage, können wir überhaupt? Warte mal. Okay, so, warte, ich schreibe jetzt mal kurz auf. Unsichtbarkeitstrank. Und wo müssen wir da hin? Östliches Tal von Hogsmeade. Okay, habe ich mir aufgeschrieben. Vielleicht kriegen wir doch noch irgendeine coole Belohnung. So, aber jetzt. Auf zur Merlins Prüfung. Ist denn da grüner Rauch, der da aus dem Schornstein kommt? So. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins?
Revelio. Ach, da. Habe ich kein Confringo mehr? Auf da. Okay, warte mal. Wir müssen eine Stelle finden. Wir haben hier oben. Merlin persönlich stolz. Okay, wir müssen eigentlich nur einen Ort suchen, wo wir auf alle drei zaubern können. Schön. So, dann geht's wirklich jetzt in Richtung Upper Hogsfield. Wenn es nicht nochmal irgendwas dazwischen kommen sollte. Hier haben wir noch eine Truhe. Die können wir ja mitnehmen. Das ist ja jetzt nicht allzu viel Arbeit für uns, ne? Ah, Upper Hogsfield. Wo ist jetzt Mrs. Spruttle? Schau zurück! Ich hab diese Violine aus der Aha. Geht aus. Aus der Weg! Oh Gott, es gibt so viel. Revelio. Ich hoffe, es gibt hier noch einige Händler. Incendio. Was? Streifenschal? Revelio. Was soll das für ein Schal sein? Na, ich nehme das mal hier mit, ne? Oh. Bei dem hier ist falsch. Aber was für eine schöne Aussicht. Hier können wir gar nicht runter, okay. Mein Gott, du kletterst nur eine Leiter runter. Rebellion. Das ist kein großer Akt. Kürbislimo. Kürbislimo ist ein kohlensäurehaltiges Modegetränk mit Kürbisgeschmack. Es ist hier noch nicht so beliebt wie Butterbier, aber es könnte sich ja ändern. So, hier haben wir noch die andere Truhe. Oh! Revelio. Okay. Wie beeindruckend. Ja. Er kann auf dem Besen fliegen. Ist wirklich richtig beeindruckend. Zwei? Ja, haben oder eins. Oh, ist es wohl eine Demigeist-Statue? Revelio. Ah, okay. Das heißt, wir werden jetzt wieder warten, weil ich werde sowieso wieder vergessen, muss ich... die Demigeist-Statue befindet. Deswegen werden wir jetzt hier, sind wir bei Nacht uns hier austoben. Oh. Ja, ich trinke einfach mal, ne? Ich hoffe, das ist okay. Logik zwar nicht vorhanden, aber ich hoffe,
Es ist okay. So, warte. Ich kann nicht stehen. Schade, dass Barolf dachte, schwarze Magie sei der Velio. Rockwood hatte wohl irgendetwas mit seinem Verschwinden zu tun. Aber schon schön, wie die Selbstgespräche einfach führt. Was denn? Nehmen wir es ja erstmal kurz alles mit, ne? Und dann können wir hier alles nochmal schön untersuchen. Bis es hier nichts mehr Gelbes gibt. Hier waren wir ja gerade, oder? Ja, ich glaube. Oh, wir haben jetzt Gebüsche bekommen. Ich werd wahnsinnig. Warte mal. Müssen wir jetzt hier rein? So. Treppe habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Revelio. Ach so, immer eine Leiter. Okay. Das ist die Frage erledigt. Oh, ist das ekelhaft. Komm, Ringo. Na, aber haben wir schon fast alles geplündert, ne? Revelio. Immer nichts mehr. Da haben wir jetzt noch was. Das ist aber innen drin. Okay. Ja. Oh. Upper Hawksfield wird von Renrocks Anhängern terrorisiert. Das ist nicht alle Humora. Ja, ist auch nicht rechtens. So. Revelio. Oh, eine Einhornstatue. Oh Gott. Oder haben wir hier noch eine? Bardolf Beaumont ist noch nicht. Was hat die denn für eine Stimmenlage auch? Oh, ein Hauself. Oh. Hallo. Die Dienste der Zauberwelt, Teil 2 von 3. Die Dienste der Zauberwelt. Helen Thistlewood, Erinnerung einer Aurore. Ich habe dieser Tage viel Zeit, in Erinnerungen aus meinem Berufsleben zu schwelgen. So frage ich mich auch, ob das Gute, das wir getan haben, die Fehler, die wir gemacht haben, aufwiegt. Haben wir die Verbrecher immer zur Strecke gebracht? Nein. Haben wir manchmal die falsche Person hinter Gitter gebracht? Es ist nicht auszuschließen. Wird all das durch das Wohlergehen der Welt der Zauberei als Ganzes aufgewogen? Ich rede es mir gerne ein, aber andererseits bin ich auch keine Hexe, die unschuldig in Azkaban verrottet. Wäre ich es, würde ich woanders darüber denken. Es ist eine moralische Zwickmühle ohne Ausweg, oder zumindest glaube ich nicht daran, dass ich einen Ausweg finden werde. Das ist das Schlimme an der Pensionierung. Plötzlich hat man enorm viel Zeit, über Probleme zu grübeln, die man eigentlich längst hinter sich gelassen hat. Außerdem sind meine Hasenglöckchen gestorben. Oh, das ist sehr schlimm. Die Dienste der Zauberwelt, Helen Thistlewood, Erinnerung einer Aurore. Noch immer brüte ich über den großen Fragen, die ich kürzlich gestellt habe. Ich habe immer darauf geachtet, dass ich mein Handeln vor dem Zauber Gamoth verteidigen könnte, sollte es nötig werden. Es kam nur seltener zu und nie war es eine angenehme Erfahrung, egal wie sicher ich meiner Sache war. Entgegen der landläufigen Meinung ist das Ministerium alles andere als allmächtig. Und als ich meine Dienstmarke an den Nagel hing, lagen noch so einige ungelöste Fälle auf meinem Schreibtisch. Selbst mit aller Zeit der Welt zweifle ich daran, dass ich sie lösen könnte. Sollte sich jedoch jede Gelegenheit ergeben, mich erneut einem von ihnen zu widmen und eventuell Fehler, die ich gemacht haben könnte, zu korrigieren, würde ich sie ganz sicher ergreifen. Das ist der einzige Weg für mich, ruhigen Gewissens an meine Berufstätigkeit zurückzudenken. Zögere nie, einen Fehler zu korrigieren, besonders wenn es dein eigener ist. Manchmal fürchte ich, dass wir in unser Eifer, Gerechtigkeit zu üben, manchmal zu einem Instrument der Ungerechtigkeit geworden sein könnten. Ganz besonders ich. Ich könnte mich irren, aber das bezweifle ich. Ich bin übrigens fertig mit den Gärtnern. Ich brauche einen neuen Zeitvertreib. Revelio. Die Distel der Zauberwelt, Helen Thistlewood, Erinnerung einer Aurore. Der Ruhestand ist nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Natürlich genieße ich die freie Zeit, aber der Nervenkitzel einer Jagd auf magische Wesen und Zauberverbrecher fehlt mir doch.
Ich weiß, wir sollen nicht offen sagen, dass wir das Chaos bei unserer Arbeit zu schätzen wissen, aber nichts kommt an die Aufregung heran, die man bei der Verfolgung eines ukrainischen Eisenbaus durch eine Muggelstadt empfindet. Vor allem, weil im Anschluss alle Muggel, die dich gesehen haben, mit Obliwate belegt werden müssen. Nur geringfügig weniger spannend war es, mit nicht mehr als einem einzigen Kopf springender Knollen den Plan eines schwarzen Magiers zu vereiteln, das Ministerium mit einer Armee Chinesen Kaukur zu übernehmen. Wenn das Ministerium endlich all meine Fälle veröffentlicht, werden meine Nachbarn mich in einem völlig neuen Licht sehen. Die alte Madame Thistlewood am Ende der Straße ist diejenige, die diesen und jeden üblen Bursch nach Azkaban gebracht hat. Im Moment kann ich vieles nur andeuten, da ich sonst Dinge verbreiten müsste, die strengste Geheimhaltung unterliegen. Ich würde nur ungern meine ehemaligen Kollegen zwingen, mich selbst in Azkaban einzusperren. Wahrhaftig kein behaglicher Gedanke. Nun, ich sollte wohl meinen Garten nach dem Rechten sehen. Die Hasenglöckchen haben es für diese Jahreszeit sehr schwer. Revelio. Ich hätte gern mit ihr drüber geredet. Brief von Eddie Thistlewood. Liebe Schwester, es ist schon einige Zeit her, seit wir von dir gehört haben. Wie stehen die Dinge im Ministerium? Wir denken oft an dich und hoffen, dass es dir gut ergeht. Es wird dich freuen zu hören, dass wir uns alle mit deiner Entscheidung, Auroran zu werden, abgefunden haben, so gefährlich dieses Leben auch ist. Du musst dein Leben leben und deinen eigenen Weg finden. Du hast dich entschieden, dein Leben in den Dienst der Welt der Zauberei zu stellen. Ich bin stolz, dich Schwester nennen zu dürfen. Ich muss dir jedoch etwas berichten, das dir seltsam vorkommen könnte. Es scheint so, als hätte sich ein Troll in den Zugtunnel in der Nähe der Stadt häuslich eingerichtet. Ich fürchte, den armen Ding ist eine tragische Lektion über die grundlegenden Gesetze von Geschwindigkeit und Kraft am Beispiel von Lokomotiven vorherbestimmt. Schreib bitte bald, Eddie Thistlewood. Rebellion. Um interessant, hier bitte zu stöbern, ne? Das ist ein Ort wie aus dem Märchenbuch. Sieht interessant aus. Ach so, das ist ein Gewölbe. Oh, was haben wir denn hier? Das ist eine Landeplattform. Revelio. Hatte ich das hier nicht schon mal irgendwie irgendwo gesehen? Das war aber woanders, glaube ich, ne? So. Schade, das war doch. Schade, das. Ja, das ist alles ganz schade. Haben wir wieder was Neues bekommen und jetzt reden wir mit der Dervish-Sportel. Bardolf Beaumont ist noch nicht zurück. Wurde wohl von schwarzen Magiern erwischt. Verzeihung, haben Sie gerade Bardolf Beaumont erwähnt? Warum das Verzeihung, ist? Verzeihung, haben Sie gerade Bardolf Beaumont erwähnt? Ja, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Dorothy Sportel. Ich sorge mich nur um Claire Beaumonts Bruder Bardolf. Denn er ist verschwunden. Er wurde im Wald gesehen, wie er schwarze Magie praktizierte. Ich selbst sah ihn in der Nähe einiger Ruinen mit Rockwoods Leuten. Ich fürchte, er hat Ärger mit den Erschwinderinnen, vor allem wenn er Versprechen machte, die er nicht halten konnte. Ich würde selbst bei der Suche helfen, aber niemand will riskieren, auf Renrocks Anhänger zu treffen. Sie scheinen überall zu sein. Warum sollte sich Bardolf mit Rookwood einlassen? Warum sollte Bardolf sich mit den Erschwinderinnen einlassen? Oh, er geriet mit Renrocks Anhängern aneinander. Das hat ihn verändert. Er wollte sich nie wieder machtlos fühlen. Ich glaube, er hat die Erschwinderinnen aufgesucht, um ihre Geheimnisse zu erfahren. Victor Rockwood zumindest scheint immun gegen Renrocks Anhänger zu sein. Was, wenn Bardolf nicht gefunden werden möchte? Könnte Bardolf nicht einfach davongelaufen sein? Nein, Bardolf hat den Laden sein ganzes Leben lang mit Claire geführt. Er würde ihn für nichts aufgeben. Er hat geschworen, in 2 Wochen zurückzukommen. Mein Gefühl sagt mir, er wird festgehalten oder Schlimmeres. Ich könnte die Augen offen halten. Ich könnte gerne nach ihm suchen. Jede Hilfe ist gern gesehen. Sie könnten zuerst mit Claire sprechen. Vielleicht weiß sie etwas, das ich nicht weiß. Bardolf wurde zuletzt im Wald gesehen und trug dabei einen ganz bestimmten Wollpullover.
Einen, den Claire selbst gestrickt hat. Claire wird in ihrem Laden sein, wenn sie mit dir reden wollen. Ja. War das jetzt richtig, wie wir es gemacht haben? Oder eher weniger? Oh. Ach nee. Warte mal. Sinken. Stimmt, so rum was. Verbotener Wald? Uiuiui. Und da halten wir uns jetzt hier auf. Oh. Es könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Verdammt. Das muss Bardock sein. Nein, verdammt! Geh! Geh! Will Madame Baumann gar nicht wissen, was ihm wirklich zugestoßen ist. Ja. Revelio. Ah. Aber das Kämpfen ging jetzt. Ich habe zwar keine Duellleistung jetzt damit, gewonnen, aber ja. Tagebucheintrag 2 von 2. Was ihr gerade bezeugt habe, stößt mich ab. Sie haben ein Inferius geschaffen. Sie haben einen verstümmelnden Leichnam zum Leben erweckt. Ich habe versucht, meine Entsetzen über das, was ich dort sehen musste, zu verbergen. Aber ich befürchte, sie haben mich durchschaut. Ich muss sie irgendwie überzeugen, dass ich kein Spion bin, dass ich nicht hier bin, um ihnen zu schaden. Gelingt das nicht, könnte ich der Nächste sein. Bardolf. Ja, ich glaube... Hier werden Inferi erwähnt. Und dass Bardolf irgendwie als Nächstes dran sei. Ja. Revelio. Ja, bestimmt ja den letzten Tagebucheintrag. Tagebuch-Eintrag 1 von 2. Ich hasse es, Angst zu haben. Aber es gibt kein Zurück. Ich habe jetzt zwei der Flüche gemeistert, aber um mehr zu lernen, muss ich schwören, dass ich ihnen dienen würde. Sie dürfen meine Angst nicht bemerken. Sie flüstern schon jetzt hinter meinem Rücken. Man hat mir beigebracht, schwarze Magier nicht zu trauen, aber ich kann auch nicht aufhören, bevor ich genug Magie erlernt habe, um Claire, mich selbst und ganz Aberhoxby zu beschützen. Ein Eintrag aus Bardolfs Tagebuch. Ja, auch. Es ist traurig. Er hörte die Flüster. Einen Plan, der mit ihm zu tun hatte. Ach, die armen Hühner, ne? Oh, eine Prüfung Merlins. Machen wir die ganz schnell? Okay. Sind gruselig, nicht? Hallo, haben Sie etwas zu verkaufen? Allerdings, aber was macht eine Schülerin hier draußen? Haben Sie sich verlaufen? Nee, leider nicht. Ich erkunde gern. Ich erkunde nur etwas die Umgebung. Ja, es ist gut, ab und zu etwas zu unternehmen. Auch mir ist Wanderlust nicht unbekannt. Leopold Babcock der Name. Und ja, ich verkaufe Waren. Nun, für eine wanderlustige Person wie Sie ist es natürlich ungemein wichtig, immer einen Mega-Power-Trank zur Hand zu haben. Ohne einen guten Vorrat würde ich keinen Fuß in den verbotenen Wald setzen. Na, was sagen Sie? Eine kleine Sicherheitsmaßnahme für Ihren weiteren Weg? Ich habe genug. Ich denke drüber nach. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Mr. Babcock. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Was verkaufen Sie hier?
Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Ja, Malvenkraut. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Mhm. Ich hoffe, dass wir noch öfter ins Geschäft kommen. Aber die Grüni brauche ich ja jetzt nicht wirklich, ne? Ach gut, der guckt voll traurig. So, oh, warte mal. Nehmen wir noch ganz schnell hier diesen Wegschrei, sage ich schon, ne? Den Wegepunkt hier mit. Revelio. Schön im Sumpf. Dann haben wir hier. Oh. Stecken Sie in Schwierigkeiten? Ich wurde fast von Wölfen angefallen und kam gerade so mit dem Leben davon. Ich muss mich besser vorbereiten. Dafür könnte ich etwas Donnergebräu gebrauchen. Hab ich rein, theoretisch. Könnte denn eine Schülerin wie Sie zufällig so etwas bei sich haben? Ich habe... Hä, warum habe ich kein Donnergebräu? Okay, muss mir auch wieder aufschreiben. Ich fürchte nicht. Ich würde helfen, wenn ich könnte, aber ich habe keins bei mir. Das ist wirklich bedauerlich. Ich hatte gehofft, Sie wären vorbereitet. So, warte. So, wo bin ich jetzt hier? Sumpf. Osten. Das ist ja doof. Hab ich ja voll schlechtes Gewissen, weil ich... Aber ich hab doch Donnergebräu, oder? Nee, ich hab gar nichts dabei. Cool. Ah, es tut mir leid. Ich komme aber wieder. So, Prüfung Merlins. Für einen gelungenen Abschluss hoffentlich. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Revelio. Ist die Pulse so gewesen. Ah, verdammt, ich wollte T drücken. Akio. Akio. Anu. Komm mal hier. Bist du hier? Ja. Und mal. Incendio. Akio. Ja. Gar nicht so knifflig, Merlin. So. Damit haben wir auch eine weitere Prüfung Merlins erfolgreich abgeschlossen. Und ich würde in der nächsten Folge einfach mal hier wieder reinschlunzen wollen. Ich denke, das geht auch nicht allzu lange, weil das Grab der Dorfbewohner in Hogsmeade, das war ja auch jetzt, keine Ahnung, wir waren 5, 6 Minuten, waren wir fertig. Aber das würde ich schon gerne mitnehmen, weil kann ja nicht schaden, dass wir da einfach Sachen erkunden, Geld einheimsen und eventuell auch neue Gegenstände für unseren Raum der Wünsche oder für das Vivarium der Tierwesen zu bekommen. Das ist somit eigentlich das Wichtigste für mich im aktuellen Moment. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.